Halli, Hallöchen, willkommen zu Let's Play Mario Kart 7 Online, Part 15. So, den Turbostart habe ich verpasst. Es ist übrigens jemand dabei, der sich Pikachu genannt hat. Und es auch so aussieht. Turbopilz auf so einem hinteren Plätzchen? Na gut. Ah, der hat genau die Technik benutzt, die wir sonst immer benutzt haben. Oh, die Bombe habe ich aber vorher nicht gesehen. So, jedenfalls, ich kann ja euch mal erzählen, was ich sonst noch vorhabe in der Zukunft. Also, von den zukünftigen Let's Play wisst ihr ja bereits. Das wird auch demnächst kommen. Die Ankündigung habt ihr ja schließlich schon gesehen. Das heißt aber noch nicht, dass es sofort kommt. Ne? Habt Geduld. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon da ist. Ich glaube nicht. Jedenfalls, in der Zeit, wo es sich überschneidet mit den Let's Plays, wird Mario Kart 7 sein Ende finden. Aber keine Sorge, ich hatte Folgendes vor. Wenn es mal Infovideos geben sollte, oder Fragevideos oder sowas ähnliches. Ich frage mich auch gerade, wie das passieren konnte. Sollte mal sowas kommen, werde ich das mit Mario Kart 7 untermauern. Das heißt, wenn ich irgendwas Wichtiges zu erzählen habe oder so, wird es dabei, so gesagt, ein Mario Kart geben. Darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Das lohnt sich ja gar nicht, ne, mit den Turbopilzen. Habe ich wieder was dazugelernt. Okay, na gut, 6. Platz reicht mir nicht. Ihr könnt euch sicherlich an den Pech-Part und an den Glücks-Part erinnern. Ich hoffe, diesmal wird es ein Part mit Können und nicht mit Pech. Gegen ein wenig Glück ist natürlich auch nichts einzuwenden. Ah ja, es hakt. Er ist halt online, ne? Ich erwische euch alle. Ach, die war geil gelegt. So. So, komm. Mist. So, komm. 4. Platz reicht mir nicht. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Gas geben. Ich will jetzt einfach mal diese Strecke hier. Auch wenn man da zum Turbopilz bräuchte. Habe ich jetzt ja noch nicht gesehen hier. Hier könnte man jetzt auch runter, aber hier geht's eigentlich lang. Oh ja, mit in der Luft zu erwischen, das ist natürlich auch geil. Das müsste mal passieren. Oh, da ist er eingeschlagen. Wir sind Erster. Die Taktik ist aufgegangen. Ich hoffe, wir bleiben vorne. Ich krieg das Ding nicht nach hinten geschossen. Oh oh, nicht jemand mit einem Superschweif. Nein. Ah, mein Gott, da gucke ich mal auf den unteren Bildschirm und sehe den Zaun nicht richtig. Nein, nein, nicht umstoßen hier mit dem Stern. So, komm, jetzt muss ich nochmal richtig guten Platz raushauen. Es geht auch noch besser als der 3. Platz. Es geht noch besser. Aber die sind alle so dicht auf den Fersen. Oh, Gott. Okay. Okay, 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 okay. Nein. Hallo? Was? Was war das denn? Wird das jetzt einfach der nächste Pechpart oder was? Das gibt's doch gar nicht. Na, trotzdem Pluspunkte. Nächstes Rennen. Da war doch eben wohl sehr, sehr viel Pech im Spiel. Hm, mein Gott. Nicht, dass es so wird wie in Part 13. Naja. So. Ja, genau. Also, ich wollte meine Infos loswerden. Ich habe gesagt, zukünftig wird Mario Kart 7 dann nur kommen mit Infovideos, also wenn das Let's Play dann auch wirklich endet. Oh nee, der hat einen Bob-Omb. Leg ihn bitte nicht zu schnell ab. Den legt er gleich im Tunnel ab, wenn er gut ist. Wenn er schlau ist. Oder auch nicht. Ach Mann. Also irgendwie habe ich damit gerechnet und danach wieder nicht. Ich wusste, dass sie dann abfällt, aber nicht, dass sie danach dann explodiert. Die Turbopilze lassen mich nicht im Stich. So, mal sehen. Meine. 2 Münzen. Gott. Soll ich mich wieder aufs Münzen sammeln konzentrieren? Schon bin ich alle los. Okay, Feuerblume. Nee. Ja, natürlich werde ich noch gegrillt. Oh, wieso kann ich die Münzen nicht erwischen? Was ist das denn gerade für ein roter Panzer? Da
Das ist so typisch Online-Modus. Boah, gleich überhole ich den mit dem Stern. Das ist natürlich nicht so schlau. Wir sind Zweiter. Wir sind Dritter. Mist. Und die trifft sofort mit einem Rüllenpanzer. Und die nächste trifft. Boah, was ist denn hier eigentlich für Gemetzel? So, komm. Jetzt einen guten Platz hier belegen. Die wollen sich auf deren Niveau herablassen. Natürlich. Ein kleinen Mini-Turbo-Pilz auf dem sechsten Platz. Mist. Das gibt's doch gar nicht. Achter. Nee. Wir waren noch nie letzter in diesem Let's Play. Und das wird sich auch nicht ändern. So, Kugelwilli. Oder auch sowas. Natürlich hat der einen Blitz. Fünfter. Vierter. Na, halbwegs in Ordnung. Na, toll. Na, immerhin. Ich hoffe, es wird noch besser. Bald haben wir die 1700. So, nächstes Rennen. Wuhu Rundfahrt wäre unser drittes Rennen für heute. So, mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Ich hoffe, wir werden jetzt diesmal wieder besser als Platz 4. Wir sind übrigens nur 7 Leute. Deswegen ist 8. Platz Katastrophe. Wäre es. Natürlich werfe ich mal wieder nach vorne. Sinnlos. Ich weiß gar nicht, wo das Ding geblieben ist. Schubst mich doch alle. Die werden immer härter, die Gegner. Von Part zu Part. Ich habe auch wirklich nicht sehr viel zu erzählen. Mein Wusstab bin ich ja jetzt los, ne? Oder über was soll ich jetzt mal erzählen? Ja, was soll ich erzählen? Ja, nach Dragon Quest 9, also vielleicht auch mittendrin im Let's Play, gibt es wahrscheinlich auch schon Golden Sun 3. Und natürlich ist es sehr schwer, sowas zu organisieren. Ich versuche ja eine ROM herunterzuladen, die weder gepatcht noch gecrackt ist und dazu auch noch auf Deutsch ist, damit ihr mitlesen könnt, richtig. Das zu organisieren ist immer sehr schwer, sonst wäre Dragon Quest 9 schon längst angefangen. Ja, nervt mich doch nicht. Oh ja. Sehr schön. Ja, jetzt macht ihr Leute platt hier. Das sind die beiden ersten Plätze. Ich dachte zuerst, das wären drei Turbopulse, weil ich das so gewohnt bin. So, den haben wir erwischt. Und der nächste. Ist ganz praktisch, wenn man vierter Platz ist und drei rote Panzer hat. Und dann ist er der erste. Aber Daisy hat schon einen enormen Vorsprung. Ich werde hier nicht lang fliegen. Das dauert mir zu lange. Das bin ich auch nicht, die da hinzulegen. Man könnte auch jederzeit anders fahren. Oh, ich drifte falsch, ich Idiot. Vielleicht kommt ein Stachypanzer. Der schmeißt jetzt mal die ganzen Autos weg. Dritter. Zweiter. Okay. Daisy kriegen wir nicht mehr. Außer, naja, komm, Zweiter. Ist doch immerhin mal was. Ich hätte auch nichts gegen den ersten Platz gehabt, aber dafür bin ich nicht gut im Bananenlegen. Das wäre es mit dem dritten Rennen heute. Und jetzt möchte ich in diesem Part noch 1700 Punkte übersteigen. Nächstes Rennen. Und damit auch letztes Rennen. DK-Dschungel. Und ich hoffe, ihr versteht, warum dann zukünftig die Online-Parts von Mario Kart 7 nur noch Infovideos werden, damit ich dann auch mal was zu erzählen habe. Ich freue mich schon irrsinnig auf Dragon Quest 9. Könnt ihr kaum glauben. Ja, deswegen will ich jetzt nicht mehr so viel zu erzählen haben. Warum fahren die eigentlich alle dagegen? Verstehe ich nicht. Kann eigentlich nicht so schwer sein, den auszuweichen, oder? Na, ja, Mist. Ich krieg das Ding einfach nicht dahin abgelegt. Wow, nein! Oh, verdammt. Oh, ich habe immer noch diese kleinen Fehler. Und da ist noch ein Cooper. Noch ein Yoshi hier. Okay, ihr wisst, was gleich passiert. Aber erst, wenn wir auf gerader Strecke sind. Denn dann
Sammle ich mit. Ne, Münzen sind weg. Jetzt. Ah, das mal gleichzeitig benutzt. Aber der Stern bringt immer noch am meisten. Wenn man alles nach vorne schleudert und dann schließlich kommt noch eine Bombe hinzu, dann ist alles weg. Somit haben wir sehr sinnvoll alles verschwendet. Stachelpanzer. Schieß mich nicht ab, bitte. Natürlich schießt er mich ab. Und ich fliege hier rüber. Bin dann hier. Jetzt keine Kröte mehr. Habe ich die mal mit der Bombe abgeschossen? Oh, nö. Der hat doch extra doch gewartet, oder nicht? Anders kann ich mir das nicht erklären. So, komm. Zumindest im letzten Rennen sollen wir noch einen guten Platz belegen. Kann ich die überhaupt erwischen? Mist. So, komm, jetzt machen wir nochmal richtig Party, ne? Richtig Zoff. Wo ist denn der erste Platz eigentlich? Den sehe ich nicht mehr. Oh, ich bin in die Lücke. Und wo landen die? Hier? Da sind die. Ah. Da habe ich sie hingelegt. Boah, lass mich bloß in Ruhe, du. Das war hart zu sehen. Ein enormer Battle zwischen Panzer und Schweif. No, bitte nicht. Ja, gerade so. Boah, wo ist denn eigentlich der erste Platz denn? Jetzt kommt Cooper von hinten. Der wird mich nicht nochmal überholen. Ich möchte mindestens Zweiter werden. Aber ich glaube nicht, dass ich den ersten noch überlebe. Nee, der ist schon im Ziel. Das sehe ich schon unten auf der Karte. So. Und das war's auch schon fürs letzte Rennen. Zweiter Platz. Na, immerhin. Es ist zum Ende noch gut geworden. Also weder Pech noch Glückspart. Einfach wie immer. Ganz normal. Ups. So. Und das war's somit auch für diesen Part. Und wir haben über 1700 Punkte. Damit bedanke ich mich für euch, dass ihr zugesehen habt. Und damit sage ich auch bis dann und auf Wiedersehen.